schön. Bist du bereit für den Klick? Big Hand. Jetzt! Oh! Danke, Konsti. Weißt du eigentlich, was von der Person? Zahl einfach gar nicht. Der hat Handschmerzen. Das klingt really interesting. Richtig, als wärst du richtig glücklich drüber. Nee, das ist echt schade. Ich wünsche mir mehr mit Tears auf der Tür. Geh mal weg jetzt. Mit Tears ist live. Ist Rivka sehr gut in dem Match? Das ist Fox, ne? Ja. Also nicht herausragend. Also würde ich sagen, ganz normal. Wie sieht sie aus? Oh, Rivka. Ja. Aber ich würde auch nicht sagen, dass er eine Fox-Schwäche hat. Was hat so manchmal seine Momente, aber ich weiß nicht, ob er Rivka. Ich habe gehört, voll viele außerhalb von Berlin haben Probleme mit Sheep. Ja, weil es keine. Es gibt halt eigentlich keine Rivka. Wir haben alle für uns beansprucht. Ja, weil die vernichten mittlerweile. Wir haben den Perfekt. Perfekt. Ja, wird sogar Rivka. So gut, ne? Ich sag's euch. Ich habe so ewig dagegen Perfekt gespielt. Er ist einfach. Er hat einfach aufgehört, alles zu machen und spielt nur noch Netplay. Wo spielt er denn Netplay? Ich sehe ihn nicht. Weltmarkt? Ja, immer so. Ich weiß nicht, er war letztes Platz 2 oder so. Was? Ja. Nick? Ja, was besser das denn auch? Nee, aber ja, Zweiter musst du halt schon eine Zeit lang spielen. Nee, Digga, ich bin da Dritter geworden, indem ich so ein Wochenende gespielt habe. Ehrlich? Ja. Ich hab halt einmal irgendwie so. Irgendwie, let's go! Nice Abschmash! Immer eins oder zwei habe ich besiegt. Ich weiß aber nicht mehr, wer das war. Irgendwie so Ayo oder so. Da war ich instant so Top 5. Ayo fühlt sich richtig da drauf. So. Er hat mich einmal so, da ich spiele halt immer mit Secondary Accounts. Da habe ich einmal knapp mit Peach gegen meine Eisen gewonnen. Und dann rematcht er mich direkt mit seinem Marv-Account. Der heißt so Ayo 2. Oh, richtig schön. Wow, das ist ja. Und dann doppelt 3 stock ich. Hä? Ich hab's auch nicht verstanden. Hey, ich finde das richtig billig, den Downsurge nach dem Texture. So, Texture ist ja. Okay, er hat halt Runoff Fair gemacht. Usan hätte Dropzone Fair. Kurz, hatten wir schon genug Peaches on Stream oder soll danach ich gegen Usan? Ja, könnte man. Okay. Guck mal, das vielleicht. Mann, du bist doch ein Connoisseur, dieses Match. Mal schauen, das was von Wuchs. Ich habe viele Sheets probiert. Ja. Und wenn es zu lang dauert, dann mach doch einmal einen von den Sheets. Was soll ich sagen, ne? Also, vor allem auf dem Level ist es, finde ich, nur ein Execution-Test für Fox. Ja. Aber es wird richtig schwer, wenn du anfängst, so gegen. Also. Die sind halt alle schon gesund und so. Käse und Usan sind halt schon drüber auf diesem Level, weil es kommt irgendein Level, so big? Wo Sheik irgendwas mit ihren Grabs machen kann. Ja. Und dann fängst du an, Angst zu haben. Also, wenn du halt wirklich das nicht vorher gemacht hast. Dann denkst du dir, wie komme ich rein, was mache ich jetzt? Du musst halt ein paar Sachen richtig einfach. Was würdest du denn sagen, könnte. Dass das falsche Maus ist. Kannst du mal auch das Ganze gut? Was würdest du denn sagen, sollte Oz besser den Matchup machen? Wer denkt das? Ich guck's mir jetzt mal ganz genau. Okay. Er spielt jetzt gar nicht gerade, also ich gar nicht auf die Schwäche. Er hat sich heute Morgen gegen meine Sheik aufgewärmt. Ich bin auch, also ich habe gestern ein bisschen mit ihm gespielt, ja. Er ist schon Liz auf jeden Fall. Er ist halt, ich würde halt sagen, super lame, aber das soll. Aber nicht so richtig heftigen Game-Sense bisher. Oh, die ist hier einfach cool. Sein Hauptproblem ist, dass er nicht genug auf seinem Punch ist. Also er kriegt ganz viele juicy Openings, die man halt einfach bis zum Ende extenden kann. Aber das war schön. Das war schön. Oh, Digga, werden wir alle Foxys jetzt abstellen? Wie ist eigentlich Buxbaum gegen Beach Bichash ausgegangen? Weil eins Buxbaum. Ah, ja, Mann! Schade. Bux hat Bichash geschlagen. Let's go, Bux. Das hat er sogar gestern vorher gesagt, ja. Dass er das erste Save verliert, weil er sich dran gewöhnen muss. Achso, ja, ich muss erstmal adapten. Muss ich erstmal dran gewöhnen, ein bisschen niedriger zu downsmash. Er hat hart adaptet, indem er mehr Fake downsmash. Wahrscheinlich. Ey, schade, dass so Leute wie Paradox so viel. Obwohl Paradox hätte, glaub, Paradox hätte Free gewonnen. Och man, wir bleiben nur aus Michi. Oder irgendwelche. Michi, ja, hallo! Ja, aber so halt die Nacht. Servus, Kollege. Aber so die, sowas zum Beispiel, die richtig guten Österreicher, so Enis, Bandi. Er ist Enis. Enis ist der beste Mensch überhaupt. Das ist so ein Fox, den die da haben, der ist richtig witzig. Oder Mille, ja. Oder Raffi. Achso, ja, die Kiefer.
Ja, ja, die dürfen ja alle nicht. Oh, was? Michi auch nicht. Michi ist viel zu gut. Der ja. App-Tipp nach links hat seine Hurtbox extended. Ich weiß nicht, wie gut den ist oder welche. Deswegen konnte er nicht gegrabt werden. Oh, das war's. Nein, war's nicht. Wave Shining Bastard! Oh. Let's go, Oz! Hast du Rivka? Let's get the shoe money! Fick ihn, Alter! Oh, die beste Sidegun. Oder ist auch ein Force-Seed, glaube ich. Ja, du hast ihn auch ein bisschen anders seedet, das seid ihr ja. Du hast ja, das hast du oh. ganz hinter dir gesagt. Hast du gesagt, mach ihn mal unter Lüse. Ja, und dann beide Spieler. Halt mein Mistake realized. Was findest du mit beiden Spielern? Die Edgeguarden sind nicht richtig. Also, die versuchen Let's go, Alter! Fick ihn! Richtig schwere Optionen zu nehmen, obwohl es eigentlich immer einen simpleren Weg gibt. So Sam, als Sam hat mir die Tür zu machen. Als auf Venom. Fuck, bin ich heute ein Buchsbau. Wieso machen wir immer die Tür zu, wenn da Leute kommen? Hey, es gibt denk dann, dass ich will einfach nur, dass die Tür zu ist. Es gibt so einen richtig witzigen Buchsbau gegen Technik. Den kann Buchsbau ausrichten. Er hat ihn ja auch geschrieben. Ja, aber... Das könnte ich auch ausrichten. Alter, seid ihr aber echt mehr was? Ich weiß nicht. Oh, du spielst richtig nice, Digga. Lehn ihn richtig weg, Ross. Let's go! Sowas zum Beispiel. Free. Ja, oh mein Gott! Van Pal. Pal. Haha. Ah, schade. Oh, okay, du hast das gehört, Alter. Chill einfach, chilling. Bumsen. Brauchst du nicht an der Ecke. Also jetzt würde ich Angst haben. Ich hab ihm gesagt, ich hab... Oh, und die 17 sind drin. Oh mein Gott. Machen die 17 einen großen Unterschied? Oder muss es so 30 sein? Das Ding ist, nee, es ist kein Knockdown, aber es gibt überhaupt gar keinen Grund, diese 17 zu fressen. Gar keinen. Oh mein Gott. Luma hat mir mal du gesagt... Du packst das, Digga, ja, Mann! Oh Gott, ich fresse das. Oh! 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 Mann, Alter, tut mein Leben. Alles, weil du die 17 gefressen hast.